im Namen des Kreisverbandes Hannover darf ich Sie recht herzlich begrüßen und freue mich über das zahlreiche Erscheinen trotz des schönen Wetters und trotz der Live-Übertragung unseres momentan stattfindenden Bundesparteitages. Dennoch haben sich aus dem Vorstand einige hier eingefunden. Und ich danke auch Friedrich für die schöne Vorbereitung. Er wird hauptsächlich die Sache heute leiten und besprechen. Denn ich muss auch aus persönlichen, familiären Gründen so nach ungefähr einer Stunde wieder verschwinden. Dennoch wollte ich es mir nicht nehmen lassen, Sie zu begrüßen oder euch zu begrüßen. Auch die Gäste aus unserem Nachbarkreisverband Hannover Land. Friedrich, ich gebe dir das Wort. Und ich hoffe, dass wir heute eine gelungene Diskussion bekommen. Es ist ja auch ein wichtiges Thema, eines der wichtigsten überhaupt. Es geht nämlich um unseren Fortbestand als Menschheit. Oh. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen nochmal. Was Frank eben sagte, er ist übrigens mein Chef, also von der Seite her, ne? Was Frank übrigens sagte, es stimmt leider. Was im Moment abläuft, wir werden das ja nachher mal so im Zuge unserer Diskussion so ein bisschen nachverfolgen. Da bildet sich ein ganz, ganz unschönes Muster heraus bei den vielen Aktivitäten. Und ich freue mich drauf, dass wir vielleicht gemeinsam das eine oder andere so ein bisschen ja, vertiefen können. Ich habe so ein paar Themen ausgesucht. Und würde ganz gerne kurz anfangen mit dem Obersten Julian Assange. Die Auslieferung wurde ja jetzt von der britischen Innenministerin befürwortet, freigegeben. Das heißt also, wenn die beiden letzten möglichen Einspruchmöglichkeiten nicht zum Zuge führen. Gut. Also wenn Sie irgendwelche andere Sachen haben, wir können gerne diskutieren. Also ich möchte nicht unbedingt hier so einen Monolog führen. Also bitte immer rein, wenn was ist. Ja, jetzt kommt einer der liebsten Menschen, die ich auf dieser Welt kenne. Ich schätze und ehre ihn. Jetzt hat sich das doch wieder reingeschrieben. Hast du wieder das falsche Bild mit reingenommen? Wollte ich doch gar nicht. Ja, aber Deutschland heute. 1,6 Millionen Menschen müssen regelmäßig die Tafeln nutzen, damit sie einigermaßen vernünftig versorgt werden können. Insbesondere bei Senioren, Rente und Grundsicherung im Alter beziehen, gibt es mit 20% einen dramatischen Anstieg der Menschen, die regelmäßig zu den Tafeln gehen. Und das eben in einem der reichsten Länder der Welt und in dem besten Deutschland, das wir je hatten. Friedrich, du musst das anders betonen. Ja? Wir leben in dem besten Deutschland aller Zeiten. Ach so. Also er und seine Leute, nicht das Wir da oben. Weißt ja, du, ja, das wir schaffen das. Das wird sein, ja. Wenn wir nicht so viel ins Ausland schleppen würden an unserem Gilde, dann hätten wir alles. Ja, sei doch nicht so kleinlich, wir haben so viel. So, 25 Milliarden für die Gendersprache in Afrika. Klar. Wir geben auch 10 Milliarden für, zur Unterstützung der Klimaforschung in Indien, glaube ich. Ja, das sowieso. Weil die das ja so sehr interessiert. Ja. Ne? 100 Milliarden. Ne? 100 Milliarden sogar, das ist ein Null vergessen, unterschlagen. Also das mal so zu Deutschland heute, das ist so der derzeitige Anteil am Einkommen bei etwa 2000 Euro brutto, was dann noch so übrig bleibt. Ralf? Ja, sorry, mir tut das immer so ein bisschen leid, aber jetzt muss ich mal da rein. 25 Milliarden, das ist das komplette Budget der Entwicklungshilfe der Bundesrepublik Deutschland. Ich will das überhaupt nicht verteidigen, weil da geht viel Blödsinn ab und ich weiß vielleicht sogar am besten, weil ich 7 Jahre in Afrika verbracht habe. Für Gendersprache, das ist das Interessante, wird natürlich auch irgendwas ausgegeben. Völliger Blödsinn in diesen Ländern.
Ja, aber das sind dann vielleicht, keine Ahnung, 1, 2, 3 Milliarden. 10 Milliarden bitte. Nein, es wurde sind gesagt. Nicht für Gendersprache, also wirklich nicht. Leute, glaub mir, ich verteidige nicht diese Bundesrepublik. Es wurde von der Bundesregierung gesagt. Es mag sein, dass das so gesagt worden ist, es stimmt aber nicht. Es ist ein Blödsinn, was da abgeht. Ne? Also, ich sag's nochmal. Das sind patriarchalische Gesellschaften. Die werden wir nicht verändern. Ja? So, der IV ist dort da, um zu dienen. Ja, so, da können wir 100-mal da ankommen und sagen, nee, das ist ganz anders. Da wird sich keine Veränderung einstellen. Also so gesehen ist es rausgeschmissenes Geld. Das ist das, was dazu sagen ist. Aber bitte sagt es nicht in der Öffentlichkeit, 25 Milliarden oder 10 Milliarden, glaubt es mir, es ist weniger. Ich habe diesen Mist mitgemacht. Wir mussten das ja machen, weil wir hatten immer ein Querschnittsthema. Ne? Das war HIV-AIDS, mussten wir mitmachen. Was sehr interessant ist übrigens, ich hatte da nie einen Bezug zu. Und wir mussten Gender mitmachen. Was wir gesagt haben, wir machen das mit und haben natürlich nichts gemacht. Ganz offen. Aber es gibt natürlich diese Projekte, wie Dietmar Friedhoff es sagt, da wird dann plötzlich eine Gender-Toilette gebaut. Fasse dich am Kopf, nutze die E-Card. Leute, wenn eine Schule 5000 Schüler hat und da bauen die 10 Scheißhäuser hin und eine Gender-Toilette, die wird von allen benutzt. Ja. Wirklich einfach auf den Punkt gebracht. Ja. Und jetzt sind wir also 7,5 Milliarden Menschen. Die sollen jetzt quasi das schützen oder sollen das jetzt reduzieren. Das ist absolut nicht denkbar, nicht machbar. Und sie können 1000 oder 100.000 Billionen Euro ausgeben und sie werden nicht mal ein Promille erreichen. Nicht mal ein Promille. Überlegen Sie mal, welche Größenordnung das ist. Das ist ein Wahnsinn. Erwidert sind Sie, haben es vorhin gesagt. Max hat gesagt, das liegt an fehlender Bildung. Also ich bin davon überzeugt, dass es nicht an fehlender Bildung liegt, sondern an fehlendem Mut, seinen Verstand selbst zu benutzen und auch und an seine Erfahrung ein bisschen die Konsequenzen zu ziehen. Denn was ich oftmals erlebe, dass je höher der Bildungsabschluss ist, desto fataler sind eigentlich auch die politischen Ansichten. Das muss ich wirklich sagen, weil ich bin ja, jeder der mich kennt, der weiß, mein Fachthema ist Bildungspolitik. Und ich meine, was ist denn Schule? Schule lehrt nicht selbstständiges Denken. Schule lehrt bestimmte Denkstrukturen und dass man die immer wieder anwendet. Und viele Menschen sind in ihren Denkstrukturen gefangen, weil sie darin geschult sind. Und das Besondere ist, wenn wir jetzt auch mit Corona, das ist die gleiche Sache auch mit der ganzen Klimaphobie, so würde ich das vielleicht eher nennen. Das Problem ist, dass die Leute ihre Informationen, alle sind sie mittlerweile vor dem Fernseher, jeder hat ein Tablet und was nicht alles. Und da lesen sie immer wieder das Klima. Sie denken nicht drüber nach. Und ich musste vor allen Dingen eben sehen, alle Leute schreien, eine Pandemie, überall ganz schlimm. Ich sehe keine Toten auf den Straßen. Ich sehe es nicht. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist, wie die ganzen Leute völlig bekloppt durcheinander hin und her gelaufen sind. Und eine riesige Schlange vor meiner Haustür, weil dort ist direkt da der Hausarzt. Und da standen sie sich alle da, wie zur Schlachtbank haben sie sich da aufgestellt. Also mit Maske. Und wie gesagt, es ist oftmals weniger ein Problem von Bildung. Ich denke eher, dass es ein Problem ist. Sind so ungebildet. Nein, Ungebildete sind oftmals offener, auch wenn es um politische Fragen geht. Aber viele sind einfach uninteressiert. Es ist unabhängig von der Bildung. Zum Teil, aber ich glaube, da kommen einfach mehrere Dinge zusammen. Weil wenn man sich mal anschaut, wir haben jetzt die Wahlen gehabt in Sachsen oder wir haben Nordrhein-Westfalen gehabt und da gehen knapp die Hälfte, es geht jetzt nicht um die AfD, knapp die Hälfte gehen überhaupt zur Wahl oder ein bisschen mehr als die Hälfte. Und das ist etwas, kann ich persönlich nicht nachempfinden, weil keinem Land, keinem Bundesland und gar nicht Deutschland insgesamt geht es gut, ganz im Gegenteil.
Und deswegen würde ich jetzt gern das Thema Klima verlassen, wenn alle einverstanden sind. Wir haben noch so ein paar andere Dinge, die wir da mal gucken.